Ich möchte wissen, die Moneyboy-Story. Von vorne bis hinten, 25 Minuten Doku über Moneyboy. Ich muss es sehen. Ich muss es einfach sehen, Chad. Es tut mir leid. So, warum nehmen dich die Leute nicht ernst? Also das bei dem, was du machst. Jetzt lernt ihr mal was über die Kultur, Chad. Jetzt gehen wir mal rein hier in die Kultur. Das ist wichtig, das wird im Test abgefragt, das ist relevant. Als 2010 wie aus dem Nichts das Video zu Dreh den Swag auf einen Internet-Hype auslöst, denken die meisten vermutlich, dass hier wieder mal jemand seine 15 Minuten Ruhm bekommt. Vielleicht sind sie belustigt, vielleicht auch irritiert. Wahrscheinlich aber beides. Sie dachten ein One-Hit-Wonder, aber er ist der König geworden. Aber dass wir über den Rapper in den bunten Klamotten auch noch in über 10 Jahren regelmäßig sprechen würden, das hätte damals vermutlich niemand gedacht. True. Wer seitdem unter einem Stein gelebt hat, der erinnert sich an das bizarre Video vielleicht zurück wie aus einem Fiebertraum. Mhm. Aber auch Menschen, die hin und wieder von Moneyboy Notiz genommen haben, dürften sich wundern, wie er es schaffte, mehr als eine Dekade relevant zu bleiben. True. In diesem Video möchte ich eine absolut unwahrscheinliche Karriere nachzeichnen. Der Aufstieg und Fall und Aufstieg und Fall und Aufstieg von Moneyboy. Geil. Die Geschichte von einem Künstler, über den am Anfang alle lachten, bis er über alle anderen lachte. Es gab da mal die Theorie, dass er irgendwie so ein Experiment machen möchte und sich im Experiment selbst verloren hat. Die Geschichte von einem der 5 wichtigsten deutschsprachigen Rapper seit 2010. Das ist ernst. Und das meine ich Ernte. Ja. Es geht aber nicht nur um seinen musikalischen, sondern auch seinen kulturellen und sprachlichen Impact. Und der kulturell sprachlich ganz krass, ja. Ist größer, als sich die meisten Menschen vielleicht eingestehen wollen. Es ist auch die Geschichte, die sich um die Frage dreht, ob das alles überhaupt ernst gemeint ist. Mhm. Oder vielmehr eine Geschichte, die zeigt, dass man diese Frage nicht mit Ja oder Nein beantworten kann, sondern dass sie eigentlich völlig irrelevant ist. Können wir alle mal ein Money by Please in den Chat haben? Das klassische One-Hit-Wonder. Über die Zeit, als Sebastian Meisinger noch nicht Moneyboy war, ist, naja, wenig gar nicht bekannt. So wenig bekannt. Ja, oder? Doch? Geboren in Wien 1981, studierte er Kommunikationswissenschaften und schloss hier noch mit Magister ab. Über seinen weiteren beruflichen Werdegang Janko, Max, ist nicht wirklich etwas bekannt. Da seine Abschlussarbeit allerdings von 2008 ist, war es jetzt auch nicht so, dass er Jahrzehnte an Berufserfahrung hätte sammeln können. Hm. Darüber hinaus scheint er ein nicht untalentierter Basketballspieler gewesen zu sein. Er spielte teilweise sogar in der 2. Liga Österreich. Oh, crazy. Erste Rap-Versuche sind ebenfalls nicht wirklich bekannt. Es existieren hier und da angebliche sehr alte Demo-Tracks, aber wirklich verifizieren kann man das nicht. Laut Wikipedia schrieb er seine ersten Songs auf Englisch, aber auch hierzu lässt sich nichts Hörbares finden. Ebenfalls laut Wikipedia ist der erste öffentlich zugängliche Track Ching Chang Chung. Nach meiner Recherche müsste das aber eigentlich Schmuck, Geld und Privatjets gewesen sein. Guck auf das Big Pony da auf meinem Poloshirt. Bei mir zu Hause sind die Schränke voll mit Polosport. Zumindest wurde dieser Song Alright, von ihm eine okay. Woche vorher, am 22.06.2010, im Forum von MC gepostet. Ah, okay. Ehrlich gesagt, gerade für die Zeit von vor Dreh den Swag auf, habe ich keine andere Seite gefunden, auf der er sonst stattgefunden hätte. Diese sehr, sehr gute Internetseite, Digga, ist die auch mit Abstand beste und nützlichste Ressource für dieses Video gewesen. Allein der allgemeine Moneyboy-Thread auf dieser Seite hat fast 800 Seiten. Also vielen Dank und Shoutout. Crazy, crazy. Im August 2010 erscheint dann sein erstes Mixtape Swagger Rap. Am 9. September das erste Musikvideo, Boy, der am Block chillt. Boy, der am Block chillt. Ich bin das Video bleibt erstmal weitestgehend unbekannt. Das Wort Swag ist halt auch so krank durch ihn geprägt, oder? Er freut sich im MC-Forum aber großer Beliebtheit. Genauso wie das Mixtape selbst. Auf jeden Fall hatten die User einen ganz bestimmten Track besonders in ihr Herz geschlossen. Steige aus dem Bett, dreh den Swag auf. Am 6. Oktober erscheint Dreh den Swag auf und macht Moneyboy innerhalb unfassbar von 4 bis 6 Wochen im deutschsprachigen Raum enorm bekannt. Wie konnte es dazu kommen? Klar, das Video bleibt erstmal im Gedächtnis. Der schiefe Gesang, die amateurhafte Aufnahmequalität, die ein wenig mit der semi-professionellen Optik kollidiert. Aber dazu auch dieser gottverdammt gute Songtext, der so im Kopf bleibt. Die schrägen Outfits und der nicht abstreitbare Ohrwurm-Charakter. Ja. Aber amateurhafte Rapper mit einem gewissen Comedy-Faktor halt waren auch 2010 keine Seltenheit. Dennoch, es war eine andere Zeit und vermutlich profitierte das Video auch davon, dass man damals zwar noch nicht mit Bewegtinhalten überflutet wurde, wie es heute der Fall ist, aber gleichzeitig durch die ersten Smartphones doch schon die Möglichkeit gegeben war, praktisch überall streamen zu können. Ja, true. Und hier war noch etwas anders. Deutscher Rap war im Jahre 2010 eine todernste Sache. Bürgerliche ja, Spaßmacher wie Fanta 4 füllten vielleicht noch Hallen und Stadien, aber waren in der Szene mittlerweile wirklich nicht mehr relevant. Schauen wir uns mal an, wer denn sonst so in 2010 Alben released hat. Hier war auf 187, der einen Seite Gangster-Rap, ne? Ein großes ja, Thema. Ja. Flair, Azad und Bushido hatten zwar ihr Hauptwerk mehr oder weniger abgeschlossen,
aber mit Nack 57 und Haftbefehl veröffentlichten zwei vielversprechende Newcomer ihre Debüts. Und ein Jahr nach JBG waren Kollege und Farid Bang mit neuen Solo-Projekten auf dem Weg zu ihrem Karrierehöhepunkt. Mhm. Dann gab es noch den etwas alternativeren Rap. Aber dieser VBT-Rap und sowas halt war ganz groß auch da zu der Zeit, ne? Auch der war eher schlecht gelaunt. 2010 releasten Audio 88 und Yesin, Materia, Tour oder auch Megas. In erster Linie warteten allerdings alle schon auf Caspers XOXO, das dann auch erst 2011 erschien. Tja, und dann gab es noch Moneyboy. Nichts an der Inszenierung im Video oder der musikalischen Umsetzung schreien, nehmt mich ernst. Auch deswegen stellt sich hier viele Menschen war damals die Frage, schon heftig. Die man wohl seine ganze Karriere stellen wird. Meint er das ernst oder ist das eine Parodie eines Medienprofis? Mhm. So oder so. Rückblickend ist es wahnsinnig. Der Fit ist gut. Wie schnell das Video sich verbreitete. Am 10. Oktober, das kennt ja auch jeder. Vier Tage nach das dem Erscheinen ja wird ein Video von einem KZ-Auftritt auf YouTube gestellt, auf dem sie auf der Bühne zu dem Song tanzen. Vermutlich ist das Video also schon vom 9. stark. Oktober. Am 17. Oktober trifft sich Sido Gut dokumentiert mit Moneyboy in Wien und Echo Fresh nimmt mit ihm einen Track auf. Mitte November hat Dreh den Swag auf bereits über 1 Million Views. Krass. Im Dezember sind es 2. Und so ist es kein Wunder, dass jeder irgendwie von dem Hype profitieren will. Auch die klassischen Medien haben von Wiener Notiz genommen. Bei TV-Auftritten wird er zwar nicht unbedingt vorgeführt, aber es ist schon offensichtlich, dass man in ihm eher ein kurioses Kuriosum sieht und keinen ernstzunehmenden Künstler. Ja. Auch in der Musikindustrie geht stimmt, das der war bei MTV im Schrank. So kommt es, wie es kommen muss. Im Dezember 2010 wird Moneyboy vom Major-Label Sony BMG unter Vertrag genommen. Ach krass, er hat einen Sony-Deal gehabt. Song Xmas Time und ein Club-Remix von Dreh den Swag auf released. Nennenswerter Charterfolg bleibt aber aus. Das ist das zweite und dritte Jahr, okay. Stimmt, da kam nicht mehr so viel rum. Aber dann so mit Choices und sowas ging es wieder hoch, ne? Sollte nicht die letzte kommerzielle Enttäuschung bleiben. Und so läuft der Plattenvertrag im Stillen aus. Im Jahr 2011 soll die Kuh dennoch erst einmal weitergemolken werden. So wird eine Moneyboy-App auf den Markt gebracht, die, naja, nicht so viel kann. Swagger-App. Und er tritt in einem Werbespot des Eistee-Herstellers Rauch auf. Auf den scheint man sich dann relativ schnell aber gar nicht mehr berufen zu wollen. Ehrlich gesagt sieht er auch nur so halboffiziell aus. Außerdem werden mehrere Shows in Clubs und Diskotheken gespielt. Die Auftritte sind zum Teil wirklich sehr groß. Und hier kommt es auch zu dem berüchtigten Gucci-Bandana-Zwischenfall. Musikalisch will es 2011 mit einem weiteren Hit nicht klappen, auch wenn es mit Gucci und Prada hier eigentlich einen heißen Anwärter gegeben hätte. Ich kauf dir Gucci und Prada und flieg mit dir rund um die Welt. Auch das zugehörige Album fliegt ein wenig unter dem Radar. Es läuft auch nicht besser, was sein Standing in der Szene betrifft. Nachdem ihm anfangs eher mit Wohlwollen gegeben wurde, hatte nun häufiger Stress mit beispielsweise Manuelsen oder Casey Rebel. Auch der frühere Wegbegleiter Sido äußert sich abfällig auf Twitter. Auch 2012 gelingt es ihm nicht, an seinen großen Erfolg anzuknüpfen. Und das trotz stetigem Output, der zum Teil eine starke Verbesserung zeigt. Ich verticke das Crack in einen Pizza Hut. Schicke Mittwochnacht und Mitternacht Pickup-Trucks zum Hafen und verschicke Drugs. Zum Teil aber auch an die trashige Tradition anknüpft. Ja, das ist so das Ding, ne? Jeder Moneyboy-Release war damals so, man wusste nicht, was man bekommt. Es hätte alles sein können. Früher war ich broke, heute koch ich das Yayo. Aus dieser Perspektive sieht eigentlich alles aus wie ein klassisches One-Hit-Wonder. Der eine große Hit, die fehlgeschlagenen Versuche, einen zweiten zu machen und eine immer geringer werdende Aufmerksamkeit. Oder? Bin mal gespannt, ob auch diese Phase kommt, wo er sich umbenannt hat in YSL-Plug und dann wieder zurück. Zu verstehen, warum es nicht so gekommen ist, muss man noch einmal ganz an den Anfang von Moneyboys Karriere gehen. Es war nämlich nie ausschließlich die Musik, die ihn interessant gemacht hat. Ja, es war seine Personality. Seine Fans schon seit Tag 1 mit Videobotschaften, die zum Teil einen sehr großen Unterhaltungswert haben. Sein Output in den sozialen Medien ist also auch neben der Musik von Anfang an enorm hoch und so schafft er es auch, über die erste kleinere Durststrecke hinweg relevant zu bleiben. Die Satz ist gelegt und geht. Ich frage mich immer, wie viel Kohle Moneyboy verdient hat, ernst. Da ist natürlich erst einmal die Musik selbst. Sein Debüt-Tape Swagger Rap erscheint im August 2010. Bis Mitte 2012 erscheinen 3 weitere Mixtapes. Das ist an sich schon mal eine ordentliche Release-Frequenz. Mhm. Gerade in Deutschland war und ist ja immer noch eher die Kultur verbreitet, dass man alle 1 bis 2 Jahre ein Album herausbringt, bei dem jeder Song perfekt ausgearbeitet ist. Ab August 2012 orientiert sich Moneyboy bei seinen Release-Zyklen dann aber endgültig an Vorbildern wie Lil B. So erscheinen in den letzten 5 Monaten des Jahres 2012 noch 7 weitere Mixtapes. Crazy. Im Jahr 2013 ich bin der Chicken, Mann. Ja, Mann. 13 weitere 8 Mixtapes und ein Album.
Die Qualität ist eher schwankend, aber führt in jedem Fall niemals zu langweiligen Ergebnissen. Scurface. Ey, ich bin der Boy mit dem Daimler, ich bin der Boy mit dem Chrysler, ich bin der Boy mit dem Maybach und... Die Musik trifft nicht auf taube Ohren. Ebenfalls schon im Jahr 2012, vielleicht sogar schon früher, gründet Moneyboy den Swag Mob. Eine Facebook-Gruppe mit dem... Der Swag Mob ist verrückt gewesen. Das war ganz verrückt. Also ich habe da immer so mal reingeschaut früher. Ich hatte auch mal einen Account, wo ich da so mitlesen konnte. Man konnte da immer, glaube ich, das war so mit Einladung war das, glaube ich, damals nur noch. Der Swag Mob, da war auch wer anders drin, den ich sehr gut kenne. Genau, da haben sich auch viele Leute connected. Das hat, also der Swag Mob war krass für viele Newcomer-Rapper heutzutage, die sich da connected haben. Und das war schon eine sehr, sehr wilde Kultur, so die Gruppe dahinter. Die war crazy, die hat eine ganz eigene Sprache und so. Dem Ziel, ihn zu supporten. Die Mitglieder, überwiegend sehr junge Männer, kommen in die Gruppe, weil sie neugierig oder auch belustigt sind, werden aber immer schneller richtige Fans. Sie lachen nicht über Moneyboy, sondern mit ihm über die Leute, die er mit seinem Output vor den Kopf stößt. Die Facebook-Gruppe ist enorm aktiv und die einzelnen Mitglieder wirken wie ein Lautsprecher für Moneyboys Output. Und damit meine ich nicht nur den musikalischen. Auch innerhalb der Gruppe selbst ist enormes kreatives Potenzial vorhanden. Wir werden später noch einmal kurz darauf eingehen, ja. Aber eigentlich kann man zu diesem Phänomen auch ein eigenes Video machen. True. Zu einem weiteren, sehr wichtigen Sprachrohr wird Twitter. Hier ist er zwar ebenfalls schon seit 2010 aktiv, aber im Jahr 2013 wird dann eine breitere Öffentlichkeit auf seine irren Ergüsse aufmerksam. Der Blog meinrap.de, der leider nicht mehr online ist, damals aber sehr beliebt war, beginnt 2013 jede Woche die absurdesten Tweets zu sammeln. Das war sehr hilfreich, um halbwegs den Überblick zu... Ein etwas ernteres Thema. Hat jemand von euch schon mal Selbstmord begangen? Ich bin so ein Rich Boy, ich tue bei McDonald's immer fragen, was das teure Produkt ist und das nehme ich dann. ...behalten. Satzbau und Schreibweise zeigen auch hier schon sehr früh einen sehr eigenen Stil, der noch einmal seine eigene Geschichte schreiben wird. Ernst, also das war krass, das war wirklich komplett eigen, ja. Mädchen sind wie Westen, sie wollen in deine Capri-Sonne Elfentrank stehlen und wenn sie nicht kriegen, spritzen sie Gift rein. Aber auch dazu später mehr. Inhaltlich ist es nahezu unmöglich, die Tweets zu charakterisieren. Es gibt kleine Weisheiten und... Es wird oft diskriminiert dagegen, gegen Gays. Aber G's und J bangen auch Männer und immer mehr coole Ami-Rapper sind down mit bisschen Homo-Shit, Digga. Oder Bonbons, merkwürdige Selbstbewahrung. No disrespect, weil vielleicht bin ich hier ein Nelson Mandela der heutigen Generation. Räucherung, Beleidigungen gegen andere Rapper. Materia, du hast schon deine Sojamilch und dein Knäckebrot gegessen, du Missgeburt und Schande für... Hallo, woher? Digga, what the f***? In der Hood sind schon einige Ghetto-Soldiers gefallen im Streit um Milch, ist ja egal ob Fruchtzubereitung oder ohne. Mittlerweile ist der Account permanent gelöscht. Warum wohl? Deswegen müssen wir uns hier leider immer mit Screenshots behelfen. Heute beim Breakfast hatte ich eine Latte. No, keine Morgenlatte, Kaffeelatte. Auf YouTube ist Moneyboy ebenfalls nach wie vor sehr aktiv. Ein neues, sehr beliebtes Format sind hier die Hood Reports. Diese laufen so ab, dass Moneyboy sich selbst draußen filmt und ein paar Weisheiten und Lageberichte aus dem Ghetto vorträgt. Und wir sind flink mit dem Hawk. Turn up. Passt hier zu meiner Raw Blue Cap, Raw Blue Snapback, Raw. Raw, so wie das Cocaine, das wir getten, ungestreckt. Wir bekommen das von Leuten, die weder Deutsch noch Englisch sprechen. Von aus ganz exotischen Gebieten auf dieser Welt. Und damit ist 2013 noch nicht mal ansatzweise erschöpfend abgedeckt. Man muss sich einfach nur kurz vor Augen halten, wie krass wäre es, wenn alles, was er erzählt, stimmt, ne? Die zahlreichen Musikvideos, Diss-Tracks gegen DCV DNS und Edgar Wasser, seine Comics, Moneyboy auf Instagram und Facebook. Ja, diese Comics, Digga. Ich mein's Ernteblock. So sehr das Ganze bei neutralen Beobachtern, sofern sie es mitbekommen, Irritation auslöst, so begeistert sind seine Fans. Ja, weil es so random war. Moneyboy hatte endgültig sein Publikum gefunden. Und das hatte verstanden, dass es sich bei ihm nicht nur um einen Rapper handelt. Mhm. Denn nach allen Maßstäben der Definition war Moneyboy ein Influencer der ersten volle Stunde. Volle Kunstfigur, aber safe. Diese Bezeichnung wirkt sogar fast ein wenig zu klein. Ich würde sogar sagen, dass es sich bei seinen Anhängern um eine eigene kleine Subkultur handelt. Ja, safe. 2014 werden die Twitter-Aktivitäten noch einmal ein wenig intensiver und der Output generell noch einmal absurder. Auf seiner Homepage gab es jetzt zum Beispiel eine News-Sektion, deren überragender Unterhaltungswert wieder einmal nur sehr schwer rational... Diddy und French Montana versuchen den Hood-Imbiss. ...zu erklären ist. Alles andere aus 2014 verblasst aber vor dem einen größten Höhepunkt, der absoluten Kernschmelze. Das Joyce-Interview. Ey, legendär. Legend-fucking-där. We all love it. Joyce TV. Im November ist Moneyboy beim Jugendsender Joyce in der Talksendung Ein Date mit Alexandra zu Gast. Und es ist pure Anarchie.
präsentiere Digga. Turn up, Party, Drogen, MDMA. Ich werde meinen Kindern irgendwann sagen, dass das hier Obama war. Heroin, Kokain, so Alkohol. Auf jeden Fall, bei Partys und so ist auf jeden Fall etwas sehr Nices. Ja. Und ich stecke jetzt mit AIDS Nero, diese Kuss. Hater an. Und bin am Ballen ähnlich so wie ein Laker, Mann. Ein ist zum Beispiel, der Michael schreibt, ich habe mir gerade Heroin gegönnt und fühle mich pudelwohl. Ob bitte nicht in der Sendung rauchen. Ach so. Nee. Nee, das ist nur so Katzenminze. Nee, mach nicht wieder alles kaputt. Spätestens mit diesem Auftritt war klar, Moneyboy hatte gewonnen. Ich fühle mich pudelwohl. In der etwa einstündigen Sendung bei Joyce war der ganze Wahnsinn rund um das Moneyboy-Phänomen kompakt zusammengefasst. Ja. Ein etwa 20-minütiger Zusammenschnitt machte schnell die Runde und hat heute mehr als 5 Millionen Aufrufe. Der Auftritt ist der Startschuss für eine... Guck mal, dieses Ding von Meme-Rappern, also was heißt Meme-Rappern, aber Rapper, die auch zeitgleich sehr sub-, also popkulturell influenzen, ist jetzt auch mittlerweile ja voll angekommen. So, ich glaube, als Nachfolger oder beziehungsweise als jemand, der das auch sehr gut hinbekommt, ist ja Young Horn zum Beispiel. Der hat ja auch sehr schwankende, Young Horn, sehr schwankende Qualitäten in seinen Tracks und seinem Output und sowas gehabt. Und er ist ja auch sehr, sehr, sehr meme-mäßig unterwegs und sowas. Aber Moneyboy war da halt, das sagt doch gerade hier Luca, seiner Zeit komplett voraus, klar. War anderthalbjährige Triumphfahrt. Oder jetzt Chiago und so weiter und so sofort mit ihrem TikTok-Content. Mega geil so, ne? Medien- und Hip-Hop-Landschaft. Und dabei spielte die Musik eine überraschend große Rolle. In den Jahren 2014 und 2015 erscheinen insgesamt 2 Alben und 20 Mixtapes. Audio-Heroin. Ich kann mein Gesicht nicht fühlen. Bei einem gewissen Zeitpunkt hatte Moneyboy wirklich ein Repertoire an Hits, das sich sehen lassen konnte. Der Louis Store war zu, Cola mit Eis, Cola mit Eis, Weißes, Shisha, Rummelplatz und viele weitere. Babe, ich kann mich noch erinnern, als wir am Rummelplatz waren. Weitere. Bei dem ganzen Outfit hatte natürlich auch jeder seine ganz eigenen Favoriten, den andere vielleicht noch nicht einmal kannten. Es war einfach zu schwierig, den Überblick zu behalten. Das Prinzip hier war einfach. Recorden, ins Internet stellen und selbst wenn nur jeder 20. Song schafft, eine Art zu werden, ist das schon ein Erfolg. Das war aber nur die Musik von Moneyboy selbst. Der Swagmob, also die Facebook-Gruppe, die wir vorhin schon einmal angesprochen hatten, entpuppte sich als schier unerschöpflicher Pool an Talenten. Was er jetzt sagt. Bereits 2012 tritt hier zum Beispiel ein gewisser Taylor Johnson als Feature-Partner in Erscheinung, ist dann aber fürs Erste relativ schnell wieder in der Versenkung verschwunden. Prägender für diese Ära wird die Glow Up Dinero Gang, ein loses Kollektiv mit Moneyboy an der Spitze. Wer wann genau dazugehört und wer nicht, ist nie so ganz klar. Ja. Deshalb erhebe ich hier keinen Anspruch auf hundertprozentige faktische Korrektheit, möchte aber einen kurzen Überblick über ein paar der zu der Zeit mit Moneyboy assoziierten Künstler geben. Klar, Hustensaft-Jüngling. Klar, natürlich. Orientiert sich sehr stark an Moneyboy, taucht das erste Mal 2014 auf und kann gerade 2015 ein paar Hits landen. Bis heute bei Moneyboy am Start. Medikamenten, Manfred. Digga, ja. Bildet gerade am Anfang meistens ein Duo mit Hustensaftjüngling, allerdings deutlich unproduktiver. Tritt schnell nur noch sporadisch auf. Bin ich 0815, Mann, geboren für die Bühne. Ich weiß es ganz genau, ich werde reich und nicht normal verdienen. Und werd dann von Germany rüber danach. El Guni, der wahrscheinlich nicht talentierteste des Umfelds. Als Mitte der 2010er Jahre der Begriff Cloud Rap von Musikmedien stark strapaziert wird, fällt sein Name als einer der ersten. Pow, 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 und es geht pow, 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 pow. Retti, Kuss geht raus, dankeschön. Ähnlich albern wie Moneyboy, dabei aber deutlich weniger grenzüberschreitend und stärker darum bemüht, massentauglicher zu klingen. Cola mit Eis war ursprünglich einer seiner Solo-Tracks. Nach dem Sport an die Bar, wir trinken Cola mit Eis. Juicy Gay, aka Juicy Süß. Gerade am Anfang eher ein Meme oder Gimmick-Rapper, wie man es nennen will. Ja. Releases wie das Collabo-Album Hallo, wie geht's mit Asad John sind aber ambitionierter und tatsächlich auch ganz gut. Ich bring euch alle um, schalte euch auf Sturm, ihr seid alle. Was für eine wilde Zeit. Man könnte mit Fug und Recht aber bestimmt noch mindestens 20 weitere Musiker aufzählen. Ja. Vor allem The G und Spinning Nine dürften in der Gruppe eine gewisse Relevanz besessen haben. Einer der Höhepunkte der Gruppierung dürfte der Gastauftritt von Moneyboy und Hustensaftjüngling auf dem Album Classic von Bushido und Shindy sein. Das führt am Ende auch dazu, dass die beiden eine goldene Schallplatte erhalten. Crazy. Ein anderes Highlight dürfte der Splash-Auftritt der Globe Dinero sein. Ja, wollte ich gerade sagen. Auf demselben Festival kam es dann zu dem legendären Orangensaft-Vorteil, bei dem Moneyboy während eines Auftritts der Orsons auf die Bühne kam und Fanta verschüttete. Eine Anspielung an dieses Video. Wir sind hier im Ritz-Carlton und dürfen nicht einchecken, weil Orangensaft verschüttet wurde. Turn Frag mich, was für Saft? Einfach Orangensaft. Am Ende flog Moneyboy mit seiner Entourage vom Festivalgelände. Das war nicht das einzige Mal, dass Moneyboy in diesem Jahr in der Kritik stand.
Im März 2015 bringt der German Wings-Pilot Andreas Lubitz eine Maschine absichtlich zum Absturz. Das war Husten, dabei sterben 150 Menschen. Und Moneyboy reagierte darauf so. Dafür muss er viel Kritik einstecken und schaffte es mit entsprechenden Negativschlagzeilen auch mal wieder in die Boulevardpresse. Bei seinen Fans kam das Ganze natürlich hervorragend an, denn solche Reaktionen waren ja der Kern des speziellen Humors. Je mehr Menschen vor den Kopf gestoßen werden, desto besser. Ja, ja. Es war auch bei weitem nicht das erste Mal, dass Moneyboy andersbezogen enorm viele geschmacklose Tweets absetzte. Sei es zum Das war eine dunkle Zeit für den G. Schumacher, Paul Walker, Whitney Houston oder Robin Williams. Wirkliche Konsequenzen hat es aber auch dieses Mal nicht. Im Gegenteil, Moneyboy polarisiert halt noch mehr. Ne? Auf dem Splash, das ein paar Monate später stattfand, performte er dann auch unter anderem den Song Andreas Lubitz. Man hatte wirklich das Gefühl, Moneyboy Akani kann sich mittlerweile alles erlauben. Alles ist ein Meme. Ja, true. Double DY, klar. Es ist das andere. Dann passiert es doch. Ja, hier ist jetzt diese Geschichte mit der Flasche, ne? Ja, das Umbenennen und so. Ich weiß nicht, ob das viele Leute mitbekommen haben, aber das ist ja so passiert. Im März 2016 spielt Moneyboy ein Konzert in Wien. Er lässt seine Fans erst Stunden warten und macht Party im Backstage-Bereich. Als er dann nicht mehr ganz fit auf die Bühne kommt, ist das Publikum ziemlich ungehalten. Moneyboy reagiert, indem er ein Mikrofon, später eine Glasflasche ins Publikum wirft. Trifft jemand am Kopf, ne? Und dieses Mal bleibt der Eklat nicht ohne Folgen. Ja. Durch den Flaschenwurf wird eine Frau verletzt und Moneyboy erhält eine Anzeige. Es ist auch das erste Mal, dass er für Misstöne in seiner eigenen Fanbase sorgt. Mhm. Durch die Aktion verliert er außerdem einen Platz im Line-Up des Novarock-Festivals. Und auf einmal ist dem Künstler selbst nicht mehr alles scheißegal. Man merkt in Interviews, dass er sein Verhalten wirklich bereut. Und sei es nur wegen den Konsequenzen. Er benennt sich in YSL No Plug um und löscht all seinen Content von YouTube. Wenn ein paar Helden die ganzen alten Videos nicht gesichert hätten, wäre hier sehr viel Hip-Hop-Geschichte verloren gegangen. Nun muss man an dieser Stelle zulasten der Dramaturgie noch einmal ein bisschen differenzieren. Es ist nicht so, dass von nun an mit einem Schlag alles anders bei Moneyboy wurde. Doch es gab so etwas wie einen Wandel in 2016, der durch dieses Ereignis mit Sicherheit aber auch wichtig wurde. Irgendwo, ne? Insgesamt kann man sagen, es wurde mit der Zeit alles ein wenig zahmer und ruhiger. Auch wenn es natürlich hier und da noch Ausrutscher gab, aber Twitter wurde nicht mehr ganz so radikal bespielt. Ja. Im Jahr 2016 erschienen außerdem nur 2 Alben und 2 Mixtapes. Mhm. Ein verhältnismäßig karger Output. Im Rahmen der Globe De Niro-Anarchie musste man sich sowieso die Frage stellen, wie lange das alles gut gehen konnte. War es nur 5 Jahre später, als prognostiziert, also doch passiert und Moneyboy war am Ende? Nein. Da kamen nochmal ganz große Hits, raus. Offensichtlich nein. Und hier ging wieder mal eine Saat auf. Bereits Ende 2011 konnte sich Moneyboy darüber freuen, dass mit Swag ein Begriff zum Jugendwort des Jahres gewählt wurde, deren Verwendung er entscheidend mitgeprägt hatte. Safe. Ähnlich war das nun mit den Jugendwörtern 2016 und 2017. Fly sein wurde zwar bereits Anfang der 2000er durch Rapper wie Snagger und Pillard aus den USA importiert, in der breiten Masse aber doch erst so richtig populär durch Moneyboy. Beim Sieger 2017, Ibims, liegt die Sache noch ein wenig komplizierter. Im Prinzip steht dieser Begriff stellvertretend für das, was in den Medien als Fong-Sprache bezeichnet wurde. Eine Art zu schreiben, die absichtlich Rechtschreib- und Grammatikfehler beinhaltet. Viel lauter. Um es mal ganz platt herunterzubrechen. Es gab immer mal wieder Internetpersönlichkeiten, die für sich in Anspruch nehmen wollten, der Erfinder zu sein. Es ist aber offensichtlich und sogar seriösen Tageszeitungen Konsens, dass alle Fäden bei Moneyboy zusammenlaufen, der bereits 2010 schon so geschrieben hat. Und oh mein Gott, diese Fong-Sprache war wirklich überall. Das Phänomen war auch eine schöne Metapher für den Einfluss von Moneyboy. Am Anfang machten sich die meisten Menschen über ihn lustig. Nun wollten alle so sein wie er. Oder zumindest so schreiben wie er. Das kann man dann auch auf die Musik... Er hat einfach die deutsche Sprache geformt. Das ist krass, ne? Musik beziehen. So absurd es für Menschen klingen mag, die mit Rap nichts zu tun haben, aber Moneyboy war der deutschen Rap-Szene eigentlich immer ein paar Jahre voraus. Nehmen wir einfach einmal den Song Gwalla. Der nimmt schon das vorweg, womit UFO 361 Jahre später wahnsinnig großen Erfolg haben wird. Und genau aus diesen Gründen konnte auch der Skandal um den Flaschenwurf Moneyboys Karriere nicht beenden. Für einen gewissen Mainstream war er mittlerweile zu relevant, um einfach so in der Versenkung zu verschwinden. Und trotz diverser fragwürdiger Aktionen hatte er zu diesem Zeitpunkt ohnehin schon geschafft, eine Fanbase anzusammeln, die ihn so schnell nicht fallen lassen würde. Und dennoch ist 2016 das Jahr, in dem sich nicht gerade schleichend ein paar Änderungen anbahnen. Ja, Kult passt sehr gut, ja. Dass Moneyboy die Anerkennung erhält, die er verdient, sorgt trotzdem für eine gewisse Beruhigung. Monte Carlo. Die Aktivitäten in den sozialen Medien sind mittlerweile fast auf ein Minimum reduziert. Auch der musikalische Output geht zurück.
zwischen 2017 und 2022 erschienen nur noch 7 Alben, die er relativ bald wieder unter seinem alten Namen veröffentlicht. Mit der Zeit released er ja einzelne Tracks statt ganze Mixtapes. Mittlerweile gibt es also tatsächlich so etwas wie eine Qualitätskontrolle. Und mit Monte Carlo gelingt ihm 2017 musikalischer Output geht zurück. Zwischen 2017 und 2022 erschienen nur noch 7. Hier ist der Ding, Selina. Auch damals Globe Dinero Gang Member gewesen oder beziehungsweise nee, so Squad, glaube ich, Anhang und ich glaube auch damals mit Hustensaft Düngling zusammen gewesen, wenn ich mich nicht irre. War da nicht mal sowas? Oder bin ich da wrong dumb für Chat? 7 Alben, die er relativ bald wieder unter seinem alten Namen veröffentlicht. Mit der Zeit released er ja mit Hustensaft Düngling statt ganze Mixtapes. Ja. Mittlerweile gibt es also tatsächlich so etwas wie eine Qualitätskontrolle. Und mit Monte Carlo gelingt ihm 2017 tatsächlich auch wieder so etwas wie ein kleiner Hit. Man kann sagen, dass Moneyboy auch hier wieder nah am Zeitgeist ist. Alben und Mixtapes sterben langsam aus. Der Fokus liegt auf Singles. So sagen es zumindest ein paar Musikjournalisten voraus. Die Tracks von Moneyboy sind auch wesentlich bemühter um eine gewisse Qualität geworden. Ja, voll. Und nicht mehr auch mit Video und sowas krass, ne? Vielleicht ist das auch zeitgeistig, vielleicht wird er einfach nur älter. Aber wie ist denn nun der Status quo? Man kann sagen, einerseits ist Moneyboy etabliert. Mhm. Er steht manchmal für DAZN vor der Kamera und macht seit neuestem auch Werbung für Kaufland. Ja, heftig. Er wird immer mal wieder in zum Teil sehr seriösen, klassischen Medien behandelt und die Rezeption ist mittlerweile eher wohlwollend. Auf der anderen Seite Copen hat er sich aber auch seinen Außenseiterscham bewahrt. Die Trap House Kitchen sieht zum Beispiel nicht unbedingt nach Hochglanz-TV aus. True, er ist immer noch full real, ne? Der Markenkern bleibt also der gleiche. Man hat auch das Gefühl, dass die Fans im Laufe der Jahre ruhiger geworden sind. Aha. Und nicht mehr so stark präsent sind. Das hat viele Gründe. Natürlich liegt es zum einen daran, dass es einfach immer weniger Moneyboy-Content gibt. Viele Alleinstellungsmerkmale der Fans, zum Beispiel diese YOLO-Cap, die merkwürdigen Schreibweisen, waren zwischendurch auch einfach zu sehr im Mainstream angekommen. Der ein oder andere ist vielleicht sogar älter geworden. Doch ich denke, was vielen geblieben ist, ist eine angenehme Erinnerung an eine heftig Zeit, gutes in der soziale Video. Medien noch anders funktioniert haben. Und heftig geiles Video mit diesem Essay-Kanal, wirklich. Material, niemanden f***t mehr mit dir außer Rock im Park, Stammbesucher und irgendwelche Hampelmänner, die Hasserröder Premium-Pilze sippen. Warum Hasserröder? In den Rahmen dieses Videos nicht zu... Nenn mich Hasserröder, denn ich hasse Söder. War das nicht mal so ein Ding? Sprengen die Sonderzeichen-Bubble gibt's immer noch. True. Ich viel ausgelassen. Im Laufe der Jahre wurde so viel big. Content produziert, dass ich auch absolut nicht ausschließen will, dass etliche Highlights an mir vorbeigegangen sind. Vielleicht kann man mir vorwerfen, dass dieses Video ein... Na, wie war das nochmal? Ich bin kein Bier, denn ich, würdest du heißen... wäre der Name Röder, würde ich heißen, ich bin Hasseröder. Wie war nochmal dieser Line-Chat? Da gab's doch irgendwie so eine... Einer weiß das von euch im Chat, einer weiß das safe. Und unkritisch mit problematischen Episoden umgeht. Aber ehrlich gesagt wollte ich überhaupt keine Urteile fällen, sondern versuchen einzufangen, warum wir heute noch über den Mann reden. Wäre der Name Röder, würde ich sagen, ich hasse Röder. Ja, genau, genau. Der uns 2010 mit Dreh den Swag auf erstmal so ratlos hinterlassen hat. Ja. Vielleicht wirkt es fälschlicherweise auch so, als würde ich und der Mann, Phänomene da, und ich sage euch ehrlich, da kommen auch noch Sachen. Da wird auch noch was kommen. Das wäre mit Sicherheit. Das war es noch nicht. Das diese spezielle Nische im Internet war damals einfach sehr dynamisch. ADHD. Nicht um Swagmob, sondern auch auf Twitter oder der Newsseite Rap Update. Wobei die Überschneidungen hier doch recht hoch gewesen sein dürften. Dennoch. Der radikale DIY-Ansatz hat viele Menschen inspiriert und den deutschen Rap etwas lockerer gemacht. Wichtig, dass sie ihn gab. Die Bestzeit auf Twitter war vielleicht überwiegend geschmacklos, aber ganz sicher niemals langweilig. Und Moneyboys Sprachexperimente haben in letzter Konsequenz das halbe Land zum Ja, gebracht. crazy. Moneyboy Strip Drop nicht erwähnt wurde. True. Und Choices. Ich denke, es ist nicht respektlos zu behaupten, aber dass trotzdem, sehr, sehr starkes Video. Sehr, sehr heftig. Schöner Ausflug. Songs ziemlich gerne. Ich freue mich auch immer, wenn Tracks wie diese Sie findet Wein Mucho Gusto-Geschichte zu kleineren Hits werden. Ja, voll. Ohne Moneyboy wäre so etwas vielleicht... Oder halt Chiago und so weiter und so fort. Klar. Echt niemals möglich gewesen. Ja, ist so. Und Künstler wie Vico63 sind wahrscheinlich von Musikern inspiriert, die von Moneyboy inspiriert worden sind. Und auch wenn ich nicht jede Aktion fand, so empfinde ich schon ein bisschen Genugtuung dabei zu sehen, wie jemand, der lange nur verlacht wurde, am Ende doch triumphieren kann. Moneyboy, please in den Chat. Leuten, die Videos neu hochladen, Moneyboy, please in den Chat, Tweets geil. Oder in einem MC-Forum aktiv top. Geiles Video, ernst zur gut. Aktivierung dieser Geschichte beigetragen haben. Sehr stark. Wäre es nicht möglich gewesen, den Weg von Moneyboy sehr stark. Vielen Dank euch. Gutes Video, Chat. Sehr gutes Video, ehrlich. Stark. Gutes Video, Mann. Sehr, sehr nice.